And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we had followed the killer to this hotel, to the Hotel Ubu, and we had met these two thugs. Who searched our inventory. Okay, George is, seems to be as clueless as I am. Okay, let us talk to this guy. Hey, Kleiner! The one who is slightly more intelligent than the other. Let us show him the clown's nose. Hast du schon mal diese Clownsnase gesehen? Nein. Let us show him the... Okay, this is actually... This would be quite dangerous, so I'm sort of curious as to what will happen. Let us try to show him the photo of the killer. Erkennst du den Typ auf dem Foto? Nein, habe ich noch nie gesehen. Either he is a good liar or he actually doesn't know the killer. In person. Which would be a possibility. Was sagt dir dieses Werkzeug? Schwere Arbeit. Gibst du mir die Hand? Machst du Witze? Weiß der Geier, wo die schon gewesen ist? Yeah, I think I already tried to shake his hand last time. What about this dirty tissue? Was sagt dir dieses Taschentuch? Meinst du das im Ernst? Oh ja, schau dir mal genau an, womit es vollgeschmiert ist. Du bist ja krank. Voll krank. Kennst du einen Mann, der Khan heißt? Nein, kenne ich nicht. Ich muss ihn unbedingt treffen. Ich hab's dir doch schon mal gesagt, ich kenne ihn nicht. That is strange, okay. Ich suche einen Clown. Soll das lustig sein? Nein, ich suche wirklich einen Clown. Außer dir gibt's hier keine Clowns. Hast du mal was von einem Mann namens Plantard gehört? Nein, der Name sagt mir nichts. Okay, strangely enough, they didn't seem to mind at all that we've just shown him a photo of the killer and proved that we also know his name. Apparently they, in fact, do not know the name of the killer. Vergiss es. They're just here to guard the entrance, to search anyone who exits this hotel. They're not guarding this side exit, however. Just some of the sceneries in this game are so beautiful. I just want to wait here and listen to this music. Let us talk to this man. Because why not? Entschuldigung, habe ich Ihr Bild nicht in der Zeitung gesehen? Sie sind dieser Nobelpreisgewinner aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten, nicht wahr? Ja, das bin ich. Höchstpersönlich. Ich möchte Sie nicht beunruhigen, aber haben Sie irgendwelche Drohungen erhalten? Sie wissen doch, seltsame Anrufe, Briefe mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Let me shake your hand. Darf ich Ihre Hand ergreifen? Imperialistischen Hunden reiche ich meine Hand nicht. Sie haben ein echtes Problem mit Ihrer Einstellung. Are you sure you don't want to shake my hand? Darf ich Ihre Hand ergreifen? Sie haben ein echtes... Let me show you this dirty tissue. Sagt Ihnen dieses verschmierte Taschentuch etwas? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kennen Sie diesen Mann? Er nennt sich Khan. Ja, ich kenne diesen Mann. Warum haben Sie ein Foto von ihm bei sich? Ich bin Privatdetektiv. How do you know this man? Das ist ein Foto von Khan, richtig? Das ist nur einer.
der vielen Namen, unter denen er bekannt ist. And what are the other names? Das ist ein Foto von Khan, richtig? Das ist... Okay, he's not going to tell me those. Was sagt Ihnen diese Clownsnase? In meinem Land haben wir keine Verwendung für Clowns. Freut mich, das zu hören. Yeah, in der letzten kulturellen Säuberung wurden sie gründlich ausgemerzt. Was ist mit Pantomimen? Haben Sie die auch erwischt? Alle weg. Unsere Straßen sind mimenfrei. Hört sich himmlisch an. This dialogue is just great. Sie mögen keine Clowns, nicht wahr? Sie gehören in den Zirkus. Wie Flöhe und bärtige Frauen. Haben Sie einen Clown gesehen? Verzeihung. Der Clown, ein Typ in merkwürdigen Hosen. Haben Sie ihn gesehen? Meine Hosen sind aus England. Marks & Spencer. Es ist eine Freude und sehr komfortabel, sie zu tragen. Sehr angenehm, diese Stützfunktion. Freut mich wirklich, das zu hören. Wissen Sie, es ist schön zu wissen, dass auch Nobelpreisgewinner noch irgendwo Menschen sind. In meinem Land benutzen die Leute Spinnfäden und Eierkartons. Für Hosen? Für alles. Unterdrückung ist die Mutter des Einfallsreichtums. Fantastic. Okay. Kennen Sie einen Typen mit Namen Plantard? Ich kenne doch nicht jeden in Paris. Oh, na gut. Der Typ ist jetzt sowieso tot. Warum fragen Sie mich nach toten Leuten? Ich habe mehr als genug Tote in meinem Leben gesehen. Das glaube ich Ihnen gern. It's a bit strange that George didn't ask any more questions about Khan, since he obviously knows the guy, but... Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Maybe that is not necessary at all, after all. Okay, let us interrupt the player. He plays this wonderful music. Hallo, Ma'am. Oh, hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Mann. Sie enttäuschen mich, mein Lieber. Einen schwachen Moment lang glaubte ich. Oh, egal. Möchten Sie sich nicht vorstellen? George Stobbart, Ma'am. Wie nett. Ich hatte mal einen Stallburschen, der George hieß. Ich bin Lady Pierrement. Die normale Reaktion ist hinzuknien und zu stottern. Aber das muss nicht unbedingt sein. Eine echte Lady? Ah. Ich meine, Sie haben ehrlich blaues Aristokratenblut? Das weiß ich nicht. Die wenigsten meiner Vorfahren waren ehrlich, aber immerhin ziemlich oft blau. Ich kann meine Familie bis zu den Normannen zurückverfolgen, aber lassen Sie sich davon nicht einschüchtern. Unter all den tollen Titeln bin auch ich nur aus Fleisch und Blut. Das Blut ist vielleicht blau, aber das Fleisch ist gute englische Qualitätsware, um es mal so auszudrücken. Sie wirken unkonzentriert, George. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? I just love this game. And by the way, in case you don't know or didn't notice, Mrs. Pierrement is of course also, well, it's not the same character, but there is also a woman called Mrs. Pierrement in the game that this company, Revolution Software, made before this game. That is in Beneath a Steel Sky. There is also, well, a woman called Mrs. Pierrement, who is sort of the same character, but not exactly. Machen Sie Urlaub in Paris? Nein, Darling, ich mache Ferien. Nach Elsies Begräbnis musste ich einfach weg. Ich wusste nicht, dass Sie um einen Ihrer Lieben trauern. Das tue ich auch nicht. Er war mein Ehemann. Tut mir leid, dass Ihr Mann gestorben ist. Das täte es nicht, wenn Sie ihn gekannt hätten, mein Lieber. Es war eine Gelegenheit, endlich die wohlverdienten Ferien anzutreten. Daphne schlug einen Tapetenwechsel vor. Paris, sagte sie. Eine wilde Affäre ist genau, was du brauchst, um dich von dieser Untersuchung abzulenken.
Ja, das Einzige, was bis jetzt einer Affäre ähnelte, war die Sache mit dem betrunkenen bretonischen Küchenchef. Ich muss sagen, dass mich sein Coq au Vin ziemlich enttäuschte. Absolut nicht, was ich erwartet hatte. Ich wollte schon meine Ferien abbrechen, meine Sachen packen und nach Hamel Hempstead zurückfahren. Das heißt, bis letzte Nacht. She knows the killer. I bet she met Khan. Was passierte letzte Nacht? Mich hat es erwischt, Mr. Stoppard. Cupidos Pfeil grub sich tief in meinen Busen. Konnte er auch kaum verfehlen. Es war genau, wie ich es mir immer erträumt hatte. Intimer Kerzenschein, romantische Musik erfüllte den Raum. Und dann der Blick eines Fremden. Diese überschatteten Augen, diese eleganten Manieren, diese engen Hosen. Das war der Mann, auf den ich mein ganzes Leben lang gewartet hatte. Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich aufgetaucht ist. Aber es hat nicht sollen sein. Er spielte nur mit meinen Gefühlen. Wenn ich ihn jemals erwäsche, ist er ein toter Mann. Wer hat sie denn so hereingelegt? Sein Name war Morlin. Does this Morlin by any chance have a scar of the shape of a crescent moon? Ich suche einen Mörder. Du meine Güte! Sind Sie ein Privatdetektiv? Das ist korrekt, Ma'am. Und wie heißt das Wort, das ihr Amerikaner dafür benutzt? Ach, es liegt mir auf der Zunge. Private ich Eye. Glaube, das Wort, das Sie meinen, ist Dick. Genau. Okay, this dialogue is rather sexual. Has a lot of sexual undertones. Okay. Sind Sie einem Mann begegnet, der sich Khan nennt? Ich kenne nur einen Menschen mit dem Namen Khan. Genghis Khan, der legendäre Mongolenhäuptling? Nein, Darling. Kevin. Kevin Khan? Von dem habe ich noch nie gehört. Was anderes hätte mich auch sehr gewundert, Darling. Er ist der Apotheker aus Hamel Hempstead. Organisiert Spendenaktionen für die Rotarier. Wunderbarer Mann. Hat er eine Narbe auf der Wange? Das weiß ich nun wirklich nicht, Süßer. Or maybe she doesn't know the killer after all. Wussten Sie, dass da draußen ein Gangster herumlungert? Warum glauben Sie, dass er ein Gangster ist? Der italienische Anzug und die Beule in seiner Tasche. Ich kenne viele Männer, die italienische Anzüge und Beulen in der Tasche haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Gangstern. When I played this game originally, I think I was still too young to actually get all these sexual innuendos. Der Gangster, von dem ich spreche, hat gerade eben meine Taschen durchsucht. Du lieber Himmel, man weiß wirklich nie, was einen in diesen fremden Ländern erwartet. Danke für die Warnung, junger Mann. Ich werde meine Kreditkarten in meiner Unterwäsche verstecken. Okay, let me show you this clown's nose. Wissen Sie, was das ist? Ich würde sagen, es könnte sich um eine Clownsnase handeln. Volltreffer. Sie wurde von einem bösartigen Killer als Verkleidung getragen. Oh. Gütiger Himmel, versuchen Sie mich zu verunsichern? Es ist die Wahrheit. Er benutzt den Namen Khan. Habe ich Ihnen schon diese falsche Nase gezeigt? Ja, in der Tat. Okay, is this the man you know as Merlin, by any chance? Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Mein Gott, das ist er. Das Bingo. Ist Morlin. Sie vereinigt in sich alles, was ich an Engländern liebe. Die Lady ist völlig übergeschnappt. Merlin, Sie meinen König Arthurs Zauberer? Du meine Güte, nein. Monsieur Morlin ist ein Hotelgast hier. Er ist der Mann, von dem ich Ihnen erzählt habe. Der Mann, der mich abblitzen ließ. Der Mann, den Sie als Moala kennen, ist ein Betrüger. Was wollen Sie damit sagen, Zuckerhäschen? Er ist ein Mörder. Außerdem benutzt er den Namen Khan. Oh, ich bin schockiert, Mr. Stoppard. Zutiefst.
Ich hielt ihn für einen Mann von Ehre. Hören Sie, ich würde Ihnen gerne dabei helfen, ihn einzubuchten. Wann haben Sie Moala das letzte Mal gesehen? Das war vor nicht einmal einer Stunde. Er kam die Treppe herunter und sprach mit dem Empfangschef da hinten. Irgendetwas wurde übergeben. Ich konnte nicht genau sehen. Was? Ein Koffer? Nein, kleiner als das. Ein Bündel Papiere vielleicht. Der Empfangschef legte sie in den Hotelsafe und Moala ging hinaus. She is a good observer. Sind Sie sicher, dass Moala Dokumente in den Safe legen ließ? Ja, Darling. Absolut. Ich möchte zu gern wissen, was das war. Offensichtlich etwas sehr Wichtiges. Ja, was immer es ist, ich würde es zu gern in meine Hände kriegen. Ich wette, es hatte etwas mit Plantards Koffer zu tun. Ist Moala wieder ins Hotel zurückgekommen? Nein. Möchten Sie sein Zimmer durchsuchen? Wenn ich reinkäme, klar. Okay, this is an opportunity that we can't miss. But before we don't miss this opportunity, let us show this manhole cover lifting tool to Mrs. Piermont. Können Sie sich vorstellen, wofür man dieses Werkzeug benutzen könnte, Ma'am? Ich kenne jemanden, an dem ich es gerne ausprobieren würde. Okay, I know that George is not going to shake her hand, so. Würden Sie mir die Hand geben, Ma'am? Aber nicht doch George. So förmlich wollen wir doch nicht sein. Wir trafen uns als Touristen und dabei möchte ich es auch belassen. Trotz der enormen sozialen Klug zwischen uns. Ah. This dialogue is just so funny. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Guter Gott, nein. Ich dachte nur, dass Sie vielleicht den Geruch erkennen. Bitte, Darling, stecken Sie das Ding weg. Ich bin kein zartes Veilchen, aber bei diesem Thema wird mir etwas blümerant. Okay, actually, yeah. Ich muss jetzt gehen, Ma'am. Yeah, we have to go. In fact, we really have to go because this episode is over. And when we will come back, folks, yeah. We will try to get into the room of Monsieur Moulin, or Khan, as he also calls himself. And we might even die next time. So until then, folks, until then.